Kennen ist übertrieben. Wir sind in einer Straße früher aufgewachsen. Und unsere Eltern leben dort immer noch. Und dann habe ich halt mitbekommen, was passiert ist. Und auf einmal sehe ich sie mit dem Mörder. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Frau Lehmann, glauben Sie eigentlich, dass es zwischen dem Angriff auf Sie und dem Umstand, dass Sie dem Angeklagten kurz zuvor über Ihre Schwangerschaft Mitteilung gemacht haben, dass es da einen Zusammenhang gibt? Nee, das glaube ich nicht. Ich meine, klar hatte ich total Bammel davor, ihm von der Schwangerschaft zu erzählen, gerade weil er ja vorher gesagt hatte, dass er keine Kinder will. Eben. Aber an dem Abend, da hat er sich total gefreut. Er hat sogar eine Lokalrunde geschmissen. Jedenfalls hat Thorsten Berger ausgesagt, dass es jedenfalls noch mal einmal eine Art Versöhnung gegeben habe zwischen ihnen beiden. Er habe jedenfalls einmal mit ihnen geschlafen und er vermutet, dass der Angeklagte das irgendwo mitbekommen hat. Das wäre natürlich ein Tatmotiv. Wir haben nur einmal miteinander geschlafen. Das war ein Ausrutscher, weil ich mich mit Benno zuvor wegen der Kinderfrage mal wieder gestritten hatte. Aber der Benno, der kann das überhaupt nicht wissen. Ich habe wirklich mit niemandem darüber gesprochen. Das kann gar nicht der Grund dafür sein. Aber Benno, warum? Warum hast du das getan? Diese Frage habe ich jetzt hier schon mehrfach genau in diesem Wortlaut gerichtet an den Angeklagten gehört. Unter anderem mit einer Aufnahme von einem Video, was der Schwester des Angeklagten in die Handtasche gesteckt worden ist, vor ihrem Zeugenauftritt hier. Ich möchte Ihnen das noch mal zeigen. Das Video zeigt nämlich die Frau, die ihr Freund oder damaliger Freund getötet hat. Hier, Janina Hockrath. Ich will Ihnen das mal zeigen. Gleich sieht man das Mädchen komplett und dann kommt der Satz. Wenn ich mich richtig erinnere, jetzt. Warum hast du das getan? Herr Hoffmann, haben Sie eine Frau gefunden, auf die Beschreibung zutrifft, dieser Frau? Ja, wir haben allerdings nicht nur eine Frau gefunden, sondern drei, die in etwa auf die Beschreibung zutreffen. Etwa drei? Dann seien Sie so nett, bringen Sie die da mal eben rein. Kommen Sie bitte. Kommen Sie. Mein Gott. Kommen Sie bitte. Was habe ich denn getan? Was soll das denn? Sie tun mir weh. Vielen Dank, Herr Hoffmann. Nehmen Sie die beiden jüngeren Damen gleich wieder mit. Ja. Es tut mir leid, diese Unannehmlichkeit, meine Damen, aber wir haben die richtige Frau hier im Saal. Ich muss Ihnen ja wohl nicht erklären, dass Sie eine verblüffende Ähnlichkeit mit dieser Frau haben, die da ist. Und die vor 7 Jahren zu Tode getreten worden ist. Wer sind Sie bitte? Ich bin Emily Hockrath. Janinas Zwillingsschwester. Sie hat mir nie was von einer Zwillingsschwester erzählt. Herr Berger, wenn Sie in einer Straße aufgewachsen sind mit der Familie Hockrath, dann müssten Sie wissen, ob Janina Hockrath eine Zwillingsschwester gehabt hat? Ja, das stimmt. Sie ist die Zwillingsschwester. Noch Fragen an die Zeugin, Clara Lehmann? Nein, danke. Hey. Nehmen Sie bitte hier vorne Platz, Frau Hockrath. Frau Hockrath, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage in der Straftat bezichtigen müsste. Frau Hockrath, Ihr Vorname ist also Emily, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie alt sind Sie? 31. Und wo wohnen Sie? In der Bergsteigergasse 21a in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Fotografin. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert, oder? Ja. Frau Hockrath, wie kann es sein, dass Sie mit Ausnahme von Herrn Berger hier im Saal niemand gewusst hat von ihrer Existenz, dass ihre Schwester eine Zwillingsschwester hat? In den Akten steht auch nichts. Kurz bevor Janina diesen Typen kennengelernt hat, bin ich mit meinem Freund Andreas auf Weltreise gegangen. Janina und ich hatten uns damals etwas zerstritten. Oh. Andreas war ihr Ex-Freund. Also. Ich denke mal, aus diesem Grund hat sie Benno nichts davon erzählt. Sind Sie deshalb auf der Verhandlung ferngeblieben, indem es doch um den gewaltsamen Tod Ihrer Zwillingsschwester ging vor 6 Jahren? Nein, ich wusste nichts davon, deswegen war ich nicht da. Ich habe erst davon erfahren, als ich wieder zu Hause war. Und da war die Verhandlung vorbei. Janina war schon ein halbes Jahr begraben. Meine Eltern haben alles versucht, mich zu erreichen, aber ich habe leider auch alles versucht, um nicht erreicht zu werden. Es gibt nichts, was ich mehr bereue. Trotz allem war Janina das Allerwichtigste in meinem Leben. Frau Hockrath, ich habe Aufnahmen vom Tonbandgerät. Ich hier des Angeklagten. Waren Sie das? Das ist der Anrufbeantworter von Benno und Clara. Sprecht jetzt oder schweigt für immer. Warum hast du das getan? Stecken Sie hinter diesen Botschaften? Ja. Was wollten Sie damit bezwecken? Bitte?
Ich kannte Benno nur von Fotos. Aber als ich ihn vor 5 Monaten in der Stadt gesehen habe, wusste ich sofort, wer er ist. Und ich konnte meinen Augen nicht trauen. Es kann doch nicht sein, dass der wieder draußen ist, eine neue am Start hat, während meine Schwester tot ist. Du kennst ihn nur von Fotos. Du weißt gar nicht, was damals passiert ist. Du warst ja nicht da, du warst ja im Ausland. Ja. Ich wollte nicht, dass er einfach so weiterlebt. Ich wollte, dass er nie, nie vergisst, was er getan hat. Ich habe nichts getan. Natürlich warst du es. Also entschuldigen Sie, Frau Hockrath, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber woher wollen denn ausgerechnet Sie das wissen? Sie haben uns doch gerade noch gesagt, dass Sie eben in dieser Zeit überhaupt keinen Kontakt mit Ihrer Schwester hatten. Also erstens waren die Beweise ja wohl eindeutig. Und zweitens weiß ich mittlerweile alles über Janinas Beziehung mit diesem Typen. Was von alles? Wem oder woher? Als ich zu Hause war, habe ich das erste Mal meinen E-Mail-Account abgerufen nach 2 Jahren. Ich hatte über 100 E-Mails von Janina. Und sie hat mir alles, alles geschrieben, was in diesen 1,5 Jahren passiert ist. Was hat Ihnen die Janina über ihre Beziehung zum Angeklagten geschrieben? Sie dachte, sie hätte den Mann ihres Lebens gefunden. Sie hat sogar geschrieben und geschwärmt richtig davon, dass sie sich so gut verstehen, dass alles so gut läuft und sie wollten Kinder. Gibt es denn keinen Hinweis in diesen E-Mails darauf, warum es damals zu diesem Streit gekommen ist, der so eskaliert ist? Also sie hat relativ viel am Ende geschrieben, dass sie halt nicht schwanger wird und dass sie daran nicht schuld ist, weil sie war völlig gesund und er sich querstellt. Also Benno wollte sich nicht testen lassen. Und ja, in der letzten E-Mail war sie richtig sauer, weil sein männlicher Stolz einem Kind im Wege steht. Pass auf. Männlicher Stolz war es vielleicht nicht nur. Herr Stauder, kann es sein, dass Sie sich damals doch haben testen lassen und dass das Ergebnis auf Deutsch unfruchtbar gelaufen ist? Was? Hören Sie mal, sehe ich aus, wäre ich impotent? Jetzt mal ehrlich, was? Herr Stauder, Männer verwechseln das häufig, Impotenz und Zeugungsunfähigkeit. Das ist was total anderes, miteinander. Und sehen dadurch natürlich ihre Männlichkeit in Gefahr, wenn sie zeugungsunfähig sind. Und die Männlichkeit spielt im Leben mancher Männer tatsächlich eine übergeordnete Rolle. Leider. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn eine wütende Janina Ihnen irgendetwas über Zeugungsunfähigkeit vorwirft, dass sie besonders kratzt. Kann das irgendwie Auslöser gewesen sein? Sie hatten sie wohl für sehr schlau. Ne? Ich bleib dabei. Erstens, es gab keinen Streit. Zweitens, es gab keinen Totschlag. Ich kann einen Fertilitätstest veranlassen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es verlängert dieses Verfahren um eine gewisse Zeit, aber mehr nicht. Eine Zeugungsunfähigkeit könnte nämlich hier Folgendes erklären. Wie Sie erfahren haben, könnten, dass Sie beiden einmal miteinander geschlafen haben. Denn wenn Sie unfruchtbar sind, kann das Kind, das Sie Clara Lena erwartet, nicht von Ihnen stammen. Also mit anderen Worten, als Sie gesagt haben, ich bin von dir schwanger, musste Sie belogen haben. War das der Grund für das Würgen bis zur Bewusstlosigkeit? Und wenn schon, und wenn es der Grund war, ist eh nur eine kleine Schlampe. Eine kleine Schlampe. Warum haben Sie denn dann nach dem Angriff den Notruf gewählt eigentlich? Sie wollen mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass es Ihnen wirklich darum ging, das Leben zu retten von dieser kleinen Schlampe, wie Sie sie bezeichnen. Nö, darum geht's auch gar kein Stück. Es geht um mein Leben. Und für so ein Dreckstück gehe ich nicht keine Sekunde gehe ich in den Knast für die. Mach ich nicht, ne? Noch Fragen an die Zeugin Hockrath? Nein, danke. Vielen Dank, Frau Hockrath. Nehmen Sie an der Seite Platz. Werden Anträge gestellt? Schließe ich die Beweisaufnahme der Staatsanwalt durch. Frau Vorsitzende, die Schlampe hat es nicht anders verdient. Waren das in etwa Ihre Worte? Also ein von Reue getragenes Geständnis sieht ja nun mal ganz, ganz anders aus. Herr Stauder, Sie sind ein brutaler Schläger. Sie sind ein Verbrecher. Ich kann Sie so bezeichnen und Sie lernen überhaupt nichts dazu. Ich weiß gar nicht, wie man Ihnen beikommen soll. Sie sind bereits vorverurteilt. Ich habe Ihnen das alles zitiert. Einschlägig, mehrfach und auch diesmal gehen Sie mit einer unglaublichen Brutalität und Härte gegenüber einer Frau vor und würgen Sie, und Sie haben großes Glück gehabt, dass Sie die goldene Brücke gehen konnten und den Notarzt gerufen haben, sonst würde sie hier nicht mehr sitzen, da wäre Ihnen nämlich eigentlich alles egal, den eigenen Kopf wollten Sie aus der Schlinge ziehen. Aber bei einer gefährlichen Körperverletzung gibt es auch einen Strafrahmen, der ist nicht ohne, bis zu 10 Jahren, vielleicht nicht vom Schöffengericht. Aber wenn ich mir angucke, wie Sie vorgegangen sind und auch, wenn Sie in dem Moment wussten, Sie sind betrogen worden. Das kann einen gewissen Affekt erklären. Das kann nicht diese Brutalität erklären. Sie haben ja aufgelauert. Sie haben vorsätzlich gehandelt. Sie haben wieder mal alles in die eigene Hand genommen, setzen sich über alles hinweg. Ich beantrage eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren zu verhängen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer, Frau Rechtsanwältin.
Ja, Frau Vorsitzende, Herr Staatsanwalt, mein Mandant hat schon in frühester Kindheit gelernt, dass Probleme gewaltsam gelöst werden. Der Vater hat ihn gedemütigt, misshandelt, ausgesetzt, eingesperrt und alles das ist das, was er gelernt hat. Und so ist er auch dieses Mal wieder mit der Enttäuschung umgegangen, dass die Freundin von einem anderen Mann schwanger geworden ist. Er ist wieder gewaltsam geworden, denn dieses Unschuldslamm, wie sie sich ja hier präsentiert hat, ist gar nicht so ein Unschuldslamm. Sie ist nämlich schließlich mit ihrem Ex-Freund ins Bett gegangen. Das war für ihn eine Enttäuschung, die er leider nicht verkraftet hat. Und so insofern ist dann auch leider die lange Haftstrafe in dieser Hinsicht ohne Konsequenz geblieben. Allerdings ist er diesmal rechtzeitig zur Besinnung gekommen und hat den Notarzt gerufen. Auch wenn er damit selber seine Haftstrafe verhindern wollte, so hat er doch eben, ist er eben doch zurückgetreten. Und ich bin der Auffassung, dass um eben eine solche Situation eben zu verhindern, dass mein Mandant in emotional extremen Situationen wieder so reagiert, sollte er auf jeden Fall im Rahmen seiner Strafe eine Therapie machen müssen, damit dieses Verhaltensmuster einmal endgültig durchbrochen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Richter Willi Klingenberg. Sie haben das letzte Wort, Herr Schade. Ich möchte nichts dazu sagen. Sie geht folgender Beschluss. In der Strafsache Benno Staudt, bislang wegen gefährlicher Körperverletzung, wird die Sache gemäß § 270 Strafprozessordnung in das Landgericht Große Strafkammer verwiesen. Gegen diesen Beschluss gibt es kein Rechtsmittel. Die Verweisung ist bindend und der Haftbefehl bleibt selbstverständlich aus den Gründen der heutigen Entscheidung aufrechterhalten. Ich habe zwar, wenn man genau zugehört hat, nicht an Schwurgericht verwiesen, weil auch in der Tat, ich glaube, auch ein weiteres Gericht wird nicht feststellen können, dass Sie nicht zurückgetreten sind. Denn in Ihrer unnachahmlich frauenverachtenden Art haben Sie ja gesagt, das ist doch gar nicht wert, diese Schlampe ist doch gar nicht wert, dass ich für Sie in den Vollzug gehe. Mit anderen Worten, haben Sie in der Tat, sind Sie zurückgetreten, wie immer man das schreibt. Wobei sie dadurch eben natürlich straffrei, was den Mordversuch nennt, sind. Nur die Strafhöhe dieses Gerichtes reicht nicht aus. 4 Jahre für diese Tat sind nicht ausreichend. Ich bin auch nicht an den Antrag der Staatsanwaltschaft gebunden. Vergleichen wir es doch mal, diese beiden Taten. Das heißt, damals, als sie zu 9 Jahren verurteilt worden sind, warum so wenig, weiß ich bis heute nicht, da hat wahrscheinlich irgendein Hinweis auf Zeugungsunfähigkeit dieses Mädchens genügt, dass sie zu Tode getreten haben. Und jetzt passiert dasselbe wieder. Das heißt, jetzt erfahren sie, dass sie ein Kind bekommen, aber natürlich, es kann nicht von Ihnen sein, Sie sind zeugungsunfähig, dass Sie betrogen worden sind. In der nächsten Sekunde rasen Sie ihr hinterher, Sie und das Kind sollen weg. Es ist das alte Muster. Nur das Würgen dauert natürlich eine gewisse Zeit. Das heißt, Sie sind in dem Moment noch zu sich gekommen, was Sie tun. Aber trotzdem, wie weit sind Sie bereits gegangen? Wir haben hier die Fotos alle gesehen. Da hat nicht viel gefehlt. Und das Mädchen und das Kind natürlich damit wären nicht davongekommen. Deshalb eine deutlich höhere Strafe als 4 Jahre und den Rest der bislang ausgesetzten 3 Jahre Freiheitsstrafe aus der ersten Sache werden Sie auch zu verbüßen haben. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision oder der Berufung einzulegen binnen einer Woche ab heute. Dieser Gerichtsbeschluss ist bindend, es gibt kein Rechtsmittel dagegen. Die Verhandlung ist geschlossen. Benno Stauder wurde vom Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung zu 6 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Heike Lehmann wurde wegen unerklärlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten auf Bewährung verurteilt. Thorsten Berger erhielt wegen unerklärlicher Falschaussage eine Geldstrafe von 1.100 Euro.